Herzlich willkommen bei World Changer, dem Nachhaltigkeitsmagazin der Salzburger AG. Wie die letzten beiden Sendungen starten wir auch dieses Mal mit Energieberater Alfred Mandl und mit Vorteile und wichtige Informationen zum Thema Photovoltaik. Eigentümer einer PV-Anlage können den Strom, den sie nicht direkt verbrauchen, im virtuellen Solardepot der Salzburger AG einlagern. Dabei kann jederzeit bis zu 80% der eingelagerten Energie abgerufen werden. Sollten Sie mehr wie 80% der Energie aus dem Netz beziehen, so wird der zusätzlich benötigte Strombedarf mit dem Stromprodukt Privat-OK-Online der Salzburger AG abgerechnet. Die Einlagerung in das Solardepot ist mit 10.000 Kilowattstunden im Jahr beschränkt. Wenn Sie keinen Speicher haben und sich gegen das Solardepot der Salzburger AG entscheiden, wird die überschüssige Energie in das Netz gespeist. Dafür bekommt jeder Kunde eine Vergütung. Diese wird einmal jährlich zum jeweiligen Marktpreis laut Quartal vom Energielieferanten als Gutschrift vergütet. Bei vielen Hausbesitzern steht in den nächsten Jahren eine kleine oder auch größere Sanierung an. Dabei ist jedes Projekt einzigartig. Die Energieberatung hilft, aus ihren Ideen konkrete Pläne zu entwickeln. Wir haben einen Kunden von uns bei seinem Sanierungsprojekt besucht. Die Erhaltung alter Bausubstanz wird immer wichtiger und immer bedeutender. Hier haben wir ein Gebäude aus dem Jahr 1956, also Nachkriegszeit. Das Haus wurde bisher mit einer Ölheizung beheizt und die Warmwasserbereitung erfolgte mit Elektroboilern. Dieses Haus jetzt auf den heutigen Stand der Technik zu bringen, ist im Trend und ist auch wichtig, wenn man das Wort Nachhaltigkeit ernst nimmt. Nachdem man die alten Teile demontiert hat, beginnt die Arbeit, die Sanierung. Der erste Schritt ist die Herstellung eines Vollwärmeschutzes, also neue Fenster in Verbund mit neuer Außenwanddämmung, oberste Geschossdecke dämmen und auch Kellerdecke dämmen. Hier gibt es konventionelle Dämmstoffe oder ökologische. Ökologische sind Hanf, Kork oder auch Zellulose. Durch diesen Vollwärmeschutz gelingt es, den Wärmebedarf des Hauses um 50 bis 70, manchmal sogar auch mehr, zu senken. Sie brauchen also zukünftig wesentlich weniger Heizenergie für das dann sanierte Haus. Bei der Sanierung oder Wärmedämmung der Außenhülle ist es wichtig, die neuen Fenster und die Fassade in einem Arbeitsschritt zu machen, um hier ideale Übergänge und keine thermischen Brücken zu haben. Ganz wichtig ist es, einen alten Balkon entweder abzuschneiden und thermisch neu aufzubauen oder ihn einzupacken, um hier zu verhindern, dass die Balkonplatte eine sogenannte Kältebrücke ist. Jetzt mit der neuen Dämmung, dem sogenannten Vollwärmeschutz, sinkt natürlich der Heizenergieverbrauch und auch die Heizleistung, Heizlast deutlich. Es ist eine Niedertemperaturheizung möglich. Was ist das? Dies ist eine sogenannte Flächenheizung, also entweder Wandheizung, Deckenheizung oder auch Bodenheizung. Auch Radiatoren sind weiterhin möglich. Und jetzt ist es möglich, auch verschiedene Energieträger zu verwenden. Also nicht mehr die alte Ölheizung, die man bisher verwendete, sondern jetzt kann man wählen zwischen Fernwärme, Biomasseheizung, aber auch Gasheizung oder Wärmepumpe. Hat man die Heizung geregelt, dann gilt es, die neue Warmwasserbereitung zu entscheiden und einzubauen. Hier gibt es die Möglichkeit zentrale Warmwasserbereitung oder dezentral. In aller Kürze. Zentral heißt, man macht das Warmwasser meist mit dem Heizkessel gemeinsam oder hat ein zentrales Warmwassergerät, eine Warmwasserwärmepumpe. Dezentral heißt, das Warmwasser wird dort erzeugt, wo man es braucht, zum Beispiel am Waschbecken, direkt in der Wohnung und dergleichen. Über die Dämmung der obersten Geschossdecke haben wir ja bereits gesprochen. Das wäre hier der Fußboden. Eine weitere Möglichkeit der Dämmung ist die Dämmung des Daches. In diesem Falle hier würde sich eine sogenannte Spandämmung anbieten. Also diesen Bereich zwischen diesen Holzträgern mit Dämmstoff aufzufüllen. So hat man eine sehr gute Dämmung und auch einen sommerlichen Überwärmungsschutz. Beim Sanieren kommt auch dann immer das Thema Photovoltaik auf einen zu. Die Salzburger AG unterstützt ihre Kunden sowohl bei der PV-Beratung als auch bei der Errichtung. Hierzu habe ich mir Thomas Brandhuber, den PV-Spezialisten unseres Hauses, eingeladen. Thomas, was ist das Sonnendach genau? Das Salzburger AG Sonnendach ist unser Angebot für Privatkunden. Wir richten hier PV-Anlagen bis 6 kW Peak, optional mit oder ohne Speicher. Was beinhaltet das Sonnendach jetzt genau? Das Sonnendach beinhaltet zuallererst einen Vorortbesuch durch PV-Experten von der Salzburger AG. Wir machen eine Bestandsaufnahme. Wie und wo kann man die
PV-Anlage am besten errichten und wie groß sollte die am besten auch sein. Wir kümmern uns dabei auch um die Förderung, um das Organisatorische, die Einspeisebestätigung bei der Salzburg Netz GmbH, die nötig ist, wenn man eine PV-Anlage errichten und in Betrieb nehmen möchte. Natürlich auch die Montage an sich und die Inbetriebnahme der Photovoltaikanlage. Und der Kunde hat letztendlich dann auch eine Wahlmöglichkeit, ob er die Investition direkt tätigen möchte oder ob er einen Ratenkauf, welcher unverzinst ist, machen möchte, mit dem er diese PV-Anlage dann letztendlich bezahlt. Und wie bekommt der Kunde jetzt das Sonnendach? Welche Voraussetzungen muss er da erfüllen? Also der Kunde muss im Bundesland Salzburg sein, beziehungsweise im Versorgungsgebiet der Salzburg Netz GmbH. PV-Anlagen sind eine langfristige Investition, das heißt, das Dach, auf dem die PV-Anlage installiert wird, sollte mindestens noch 20, 25 Jahre auch halten. Zudem ist auch die statische Tragfähigkeit des Daches zu überprüfen. Es kommt eine zusätzliche Last auf das Dach, also man spricht von 15 bis 20 Kilogramm pro Quadratmeter, was das Dach zusätzlich aushalten muss. Und auch der Zählerverteiler muss auf Stand der Technik sein. Aber das überprüfen wir dann letztendlich auch bei dem Vororttermin. Am besten, man geht auf unsere Homepage, bedient den Solarrechner, gibt dort seine Daten ein, wo ist der Standort, wie viel Stromverbrauch hat man. Dann wird auf Basis dieser Daten auch gleich ein unverbindliches Angebot erstellt. Dann weiß man als Kunde schon mal ein bisschen, was kostet das in etwa. Und was bringt mir das in etwa, so eine PV-Anlage? Und wir als Salzburger AG, unsere PV-Experten, sind für den Vororttermin schon bestens vorbereitet. Viele Kunden interessieren sich ja auch für einen PV-Speicher, möchten aber keinen Akku im Keller stehen haben. Gibt es da auch eine Alternative? Die Investitionen in einen physisch realen Speicher sind Kunden oftmals zu hoch und deswegen hat die Salzburger AG einen virtuellen Speicher entwickelt. Kunden können dort den selbst nicht verbrauchten PV-Strom bei uns einlagern und dann auch wieder beziehen. Und alle weiteren Informationen zum Sonnendach und auch zu Solardepot finden Sie auf unserer Webseite. Das war World Changer, das Nachhaltigkeitsmagazin der Salzburger AG. Alle 14 Tage neu.